Alle Jahre wieder kommt die Milderung im Dezember. Ja, es wird eine Umstellung der Wetterlage geben ab dem Wochenende. Es wird dann zunächst im Westen doch milder werden. Die kältere Luft, die wird verdrängt werden. Ich grüße euch erstmal bei Kachelmann-Wetter. Auch wenn der Weihnachtsbaum hier schon die Mildgrinse aufgelegt hat, für Weihnachten ist doch noch alles offen. Aber auch da schauen wir uns in diesem Video die ersten Karten für Heiligabend an. Naja, wir schauen erstmal auf das Wochenende. Lars hatte bis Freitag gemacht. Wir setzen dann natürlich jetzt am Samstag und am Sonntag an. Blicken zunächst mal auf die Entwicklung am Wochenende. Es geht langsam los, dass sich die mildere Luft von Westen, so von Frankreich und Benelux her, schon am Samstag im äußersten Westen und im Südwesten bemerkbar macht. Es wird feuchte Luft reinkommen mit einem Tiefdruckgebiet, was eben von Frankreich allmählich Richtung Deutschland drängt. Das heißt, es wird am Wochenende oft eine graue Angelegenheit werden. Es kommen schon erste Niederschläge dann am Samstag schwerpunktmäßig im Westen und im Süden auf. Es kann anfangs so besonders in Bayern auch nochmal Schnee oder gefrierender Regen anfangs mit Glätte dabei sein. Aber ihr seht so zum Sonntag, die Schneefallgrenze wird immer weiter ansteigen. Schnee wird dann wirklich nur noch so in den höheren Lagen, vielleicht so in den östlichen Mittelgebirgen, aber natürlich auch in den Alpen, so oberhalb von 800 bis 1000 Meter dabei sein. Ansonsten wird es Regen sein. Häufiger nass am Wochenende, tendenziell nach Süden und nach Westen hin. Seltener nass, tendenziell nach Norden und nach Osten hin. Hier wird es auch noch etwas kälter bleiben. Ansonsten nähern wir uns eventuell am Sonntag sogar schon der 10-Grad-Marke im äußersten Westen an. Wir schauen, wie es in der kommenden Woche weitergeht. Die Konstellation der Wetterlage wird so sein, wenn wir mal auf den Mittwoch blicken, dass sich ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik etabliert. Der Hochdruckeinfluss bzw. Hochdruckgebiete liegen mit dem Schwerpunkt eher östlich von uns, eher so Richtung Russland, teilweise Osteuropa. Im Mittelmeer könnte es auch allmählich etwas ruhiger werden, nach den kräftigen Tiefs dort, die ja dort einige Unwetter gebracht haben. Ja, und dazwischen stellt sich dann in der nächsten Woche eher eine südwestliche Höhenströmung ein, mit der dann mildere Luft schwerpunktmäßig den Westen erreichen wird. Möglicherweise, und das deuten jetzt momentan doch recht viele Wettermodelle an, auch nach Osten hin würde sich die mildere Luft zunehmend durchsetzen. Also das heißt, zweistellige Werte um 10 Grad zumindest sind dann doch in vielen Teilen Deutschlands durchaus möglich im Verlauf der kommenden Woche. Wenn wir mal auf den Samstag blicken, das wäre jetzt übernächsten Samstag, ihr seht, für den 19.12. und da, das ist natürlich jetzt ein Zeitraum, der noch ziemlich lange hin ist, und da blicken wir auf einen Ensemble-Mittelwert. Das heißt, diese Karte wird erstellt, das ist ein Mittelwert aus 50 verschiedenen Berechnungen, und da können wir uns so die großräumige Konstellation der Wetterlage anschauen. Ja, und die wird so sein. Ihr kennt die Karte, gerade hatten wir schon eine ähnliche Karte, der Tiefdruckeinfluss mit dem Schwerpunkt eher westlich von uns auf dem Atlantik, der Hochdruckeinfluss mit dem Schwerpunkt bzw. ein Hoch eher östlich und südlich von uns. Das heißt, dazwischen liegen wir tendenziell in einer südwestlichen Höhenströmung, mit der milde Luft zu uns kommt, die aber, es ist fraglich, wie weit die sich dann zum Boden durchsetzen kann. Es wird die Frage sein, wie viel der Tiefdruckeinfluss Einfluss auf Deutschland nehmen wird. Das heißt, wenn Tiefausläufer kommen, die auch mal etwas Wind mitbringen, dann setzt sich die milde Höhenluft auch durchaus bis ins Tiefland durch. Das wird am ehesten im Nordwesten und Westen der Fall sein. Tendenziell nach Osten und Südosten hin in Deutschland eher etwas mehr Hochdruckeinfluss. Das heißt, hier könnte sich auch noch etwas kältere Luft halten. Wir schauen uns das Ganze mal an 14-Tage-Trends an. Ich habe mal zunächst hier Bonn herausgesucht. Wir sehen ganz gut, die Milderung ist praktisch eingetütet in Bonn. Natürlich gibt es im Verlauf der Woche noch ein paar Unterschiede bei den Temperaturen, aber so zweistellige Werte um die 10 Grad sind doch durchaus drin. Und ihr seht auch unten, es geht kaum noch eine Lösung hier unter 0 Grad. Das heißt, Nachtfrost wird wahrscheinlich auch kein Thema werden. Also von winterlichen Geschichten sind wir da erstmal recht weit entfernt. Wir schauen auf Dresden, da ist die Bandbreite noch etwas größer. Ihr seht, die Hauptlösung pendelt auch so teilweise so zwischen 8 und 10 Grad, also auch nichts Winterliches mehr. Aber so etwas größer ist die Bandbreite noch, mit eben der Option, dass es hier nach Osten doch noch etwas kälter bleiben wird. Aber große winterliche Ambitionen, die sind hier in Dresden dann im Verlauf der nächsten Woche sehr wahrscheinlich auch eher nicht mehr zu erwarten. Ihr seht am Ende, ganz am Ende des Trends hier für Dresden im Bereich Weihnachten, doch eine riesige Bandbreite, was logisch ist. Das geht jetzt hier bis zum 23.12. der Trend, und da ist natürlich noch alles offen. Es gibt sogar einzelne Lösungen, die Dauerfrost machen, also was Winterliches.
Das ist in diesem Zeitraum auch völlig normal. Jetzt kommen wir mal zu Weihnachten. Ihr wisst, eigentlich schaue ich nicht so weit. Das Einzige, was man jetzt machen kann, was so halbwegs, wenn überhaupt noch seriös ist im Bereich der Wettervorhersage, dass man auf Mittelwerte schaut, was die Ensembles so berechnen. Das ist eine Karte, die ich euch auch eben vorher schon mal gezeigt hatte. Aus 50 verschiedenen Lösungen wird da ein Mittelwert erstellt für den Luftdruck und diese Konstellation, die kommt euch schon wieder bekannt vor, denn an dieser Grundkonstellation der Wetterlage, wie sie dann wohl auch nächste Woche ist, soll sich bis zum Heiligabend so gut wie gar nichts ändern. Weiterhin eher der Tiefdruckeinfluss hier westlich von uns über dem Atlantik und der Hochdruckeinfluss eher östlich von uns südöstlich. Das ist das Einzige, was man machen kann, dass man die großräumige Konstellation sich anschaut und die wäre eher mit einer südwestlichen Höhenströmung und von der großen Konstellation her, auch wenn es im Bereich des Hochdruckgebiets mehr Hochdruckeinfluss nach Osten, Südosten tendenziell bei so einer Konstellation kälter bleiben kann, ist das von der Großwetterlage her nichts, was irgendwie mit Winter zu tun hat, also dass es eben kältere Luft aus Nordosten oder Osten zu uns kommt, sondern im Gegenteil eher eine südwestliche bis südliche Höhenströmung. Also das ist, man muss es sagen, wenn das so kommt, so eine Konstellation ist die winterfeindlichste, die es für Mitteleuropa gibt. Wir schauen uns noch eine weitere Karte an. Heute ist es eben soweit, dass diese Ensembles jetzt bis zum 24.12. reichen. Das ist die Wahrscheinlichkeit auch aus 50 Lösungen berechnet für eine Schneedecke über 2 cm hier in Deutschland, Heiligabend, 1 Uhr nachts. Bis dahin geht die Berechnung, letzte Karte. Ihr seht zwischen 1% im Nordwesten, 10% nach Südosten hin etwa, die Mittelgebirge, die Alpen natürlich mehr. Aber nehmt diese Karte nicht zu ernst, da kann sich auch noch viel ändern. Es gibt natürlich einzelne Lösungen, die auch Weihnachten noch eine richtig winterliche Wetterlage berechnen. Also wir schauen dann natürlich im weiteren Verlauf vor Weihnachten genauer drauf, wie sich das entwickeln wird. Nehmt das also, den Blick hier auf Weihnachten, nicht zu ernst. Ich wünsche euch damit erstmal noch eine gute Woche. Bis bald und ciao.